Also ich freue mich, dass Sie jetzt wieder eingetroffen sind, denn wir haben jetzt einen nächsten Referenten, der gestern schon hier war. Also für die Beteiligten, die gestern noch nicht an dieser Tagung teilgenommen haben. Es handelt sich um Herrn Dr. Dr. Joachim Kahl. Also wenn ich jetzt anfange, Ihre Vita zu erzählen, dann bin ich wahrscheinlich länger als Ihr Vortrag. Ne? Denn er hat wirklich ein lebendiges, abwechslungsreiches Leben gelebt. Vielleicht wichtig promoviert hat Herr Dr. Kahl zunächst mal in Theologie, trat dann aber aus der evangelischen Kirche aus, weil ihn die kritische Auseinandersetzung mit der christlichen Glaubenswelt zur Ablehnung des Christentums geführt hat und letztlich auch zur Ablehnung von der Religion generell. Und sie wurden Atheist. Sie studierten dann Philosophie, Soziologie und Politik. Ich mache es kurz, setzten sich besonders mit der kritischen Theorie der Frankfurter Schule auseinander und sie wurden Marxist. Später sind sie dann zum Dr. Phil promoviert, deshalb auch Dr. Doktor. Und wenn man vielleicht so etwas über ihre, ja, warum sie hier stehen, sagt, muss man sagen, sie sind ein Vertreter des säkulären Humanismus. So kann man es sagen, nicht wahr? Also sie lehnen eben ein höheres Wesen, den Glauben an ein höheres Wesen ab. Und sie betrachten, das ist sicherlich das Ungewöhnliche, die Natur als höchstes Wesen. Und das, was ich so von Ihnen gelesen habe, hatte ich auch wirklich Momente, wo ich dachte, auch die Natur bekommt einen heiligen Charakter. Sie sagen eigentlich durch die spirituelle Erlebnisart mit der Literatur, mit der Natur, kommt man in so einen Zustand. Also ich war berührt und hatte zwischendurch, aber das ist sicherlich eine andere Frage, so die Idee, ist es so etwas wie ein Gott, aber ohne dass er die Vorgaben macht? Also, was Sie sagen, ist, dass die Spiritualität, und Sie werden ja gleich ein Gedicht entsprechend interpretieren, eine qualifizierte Ebene des menschlichen Bewusstseins ist, das heißt, es gehört zu uns. Ist das so? Und dass sie in säkularer und in religiöser Gestalt auftreten kann. Und Sie werden uns jetzt ein Beispiel geben, wie sie in säkularer Person auftreten kann. Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Dank an die freundliche Moderatorin. Ich kann gleich Ihr Stichwort aufgreifen. Es wird ja oft in unseren Zirkeln gesagt, ja, ich glaube an kein höheres Wesen, das tue ich natürlich auch nicht. Aber es gibt ein höheres und ein höchstes Wesen, das ist die Natur. Insofern muss man nicht auf sich auf dieses Glatteis führen lassen, dass man sagt, ja, der glaubt an nichts Höheres, sondern wir sind alle Geschöpfe der Natur. Sie ist die letzte Wirklichkeit, die uns hervorgebracht hat. Körper und Geist, und insofern kann man durchaus auf diese Rhetorik eingehen und sagen, in der Tat, es gibt das höchste Wesen, im Hintergrund steht dann die richtige Einsicht von Spinoza, das ist die Natur. Aber das wollen wir jetzt nicht vertiefen, das war nur angelehnt an die Worte der Moderatorin. Ich hoffe, Sie haben alle das Gedicht in Händen, Kein Gott von Heinz Kalau. Heinz Kalau, ein Brecht-Schüler, ein Lyriker der DDR, der vor 3 Jahren gestorben ist. Ein bedeutender Lyriker, wie ich hoffe, Ihnen vermitteln zu können, wie Sie freilich auch anhand des Gedichtes selbst erkennen mögen. Das heißt, ich trage jetzt keine eigene Systematik einer weltlich-humanistischen Spiritualität vor. Es gibt 3 Essays von mir über den Gegenstand auf meiner Homepage nachzulesen, die Systematik. Heute also ein Beispiel für atheistische Spiritualität, nicht von ungefähr in Gestalt eines Gedichtes. Denn zum spirituellen Zugang zur Wirklichkeit gehört natürlich auch der Sinn und das Gespür für Lyrik. Und vieles kann man in poetischer, in künstlerischer Form sich dann schöner vergegenwärtigen. Das Ganze überschreibe ich auch als die Innenseite des Atheismus, und die Spiritualität hat es in der Tat mit der Innenseite unserer humanistischen Weltschau zu tun. Lebensgefühl und Denkweise eines weltlichen Humanismus, eine Interpretation des Gedichtes Kein Gott von Heinz Kalau.
Wer den Namen bedauerlicherweise noch nie gehört hat, bitte nachher gleich mal ins Internet gehen. Da gibt es viele Hinweise auf ihn. Hat nichts mit Karlauer zu tun. Ich sage gerne, wenn ich gut gelaunt bin, verorte ich mich zwischen Heinz Karlau und Frida Kahlo. Die sind durchaus kompatibel und das Weltkind in der Mitte. Was ich Ihnen also sagen möchte, teile ich Ihnen mit Hilfe eines Kunstwerkes, in dem Fall eines Sprachkunstwerkes, mit. Es entstand 1971 in der DDR und wurde dort auch veröffentlicht. Karlau war kein sogenannter Dissident, in der Lyriksammlung Bögen im Aufbau Verlag, nach der ich auch zitiere: Ich kenne und liebe das Gedicht seit 1983 und brüte seither darüber. Ich habe Heinz Karlau später auch nach der Wende ein-, zweimal persönlich kennengelernt und ihm meine Interpretation vorgetragen, auch in seiner Anwesenheit. Er hat ihr seinen weltlichen Segen gegeben. Kein Gott. Ich lebe jetzt. Mein Tod ist zu erwarten. Danach vergehe ich so schnell wie Gras. Von mir bleibt nur, was andere verwenden, zu ihrem Nutzen und zu ihrem Spaß. Gedanken, Verse, ein paar Gegenstände durch mich entstanden, bleiben in der Welt. Für eine Weile kann man sie noch brauchen, bis das, was keinem nützlich ist, zerfällt. Ich habe keinen Gott. Für alle Taten, die ich begehe, muss ich Täter sein. Kein Weltenrichter wartet, mich zu strafen. Für jeden Irrtum stehe ich selber ein. Ich habe keinen Vater, der mich tröstet. Es gibt kein Wort, das unumstößlich ist. Mich stützt kein Glaube. Keine weise Fügung besitzt ein Maß, das meinen Nutzen misst. Ich denke selbst. Ich habe keine Rettung vor meinen Zweifeln, wenn die Furcht mich schreckt. Ich habe die Grenzen meiner Höhen und Tiefen in meinen eigenen Träumen abgesteckt. Ich hänge ab von der Natur, von Menschen, von allen Kräften für und gegen mich. Die Welt, in der ich bin, ist gut und böse. Doch weiß ich, alles um mich ändert sich. Nichts bleibt sich gleich. Wer wagt, sich einzurichten, der richtet sich für Augenblicke ein. In einer Welt bestehend aus Bewegung, da kann ich selber nur Bewegung sein. Ich fürchte Menschen. Was sind Eis, was Fluten, was Pest und Feuer gegen die Gewalt des Untiers Mensch? Die Schreie seiner Opfer sind, seit es Menschen gibt, noch nie verhallt. Ich liebe Menschen mehr als alle Tiere. Sie suchen unaufhörlich einen Sinn für ihr Vorhandensein, verstrickt in Irrtum. Es macht mich froh, dass ich beteiligt bin. Ich bin allein. Für kurze Augenblicke bin ich Geliebter, Bruder oder Freund. Um eine Arbeit, eine Lust zu machen, wenn sich ein Weg mit meinem Weg vereint. Auf dieser Erde leben Ungezählte, aus denen gleiche Hoffnung, gleiche Furcht und Hoffnung spricht. Ich weiß um sie, in glücklichen Sekunden sehe ich mitunter einem ins Gesicht. Da ist kein Mensch und keine Macht vorhanden, nichts, das mich ganz für sich gewinnen kann. Ich füge mich der Stärke und der Schwäche, nur wer mich tötet, hält mein Suchen an. Ich bin missbrauchbar. Ich bin zu gebrauchen. Denn ich muss sein und suche meinen Wert. Ich will mich nähren. Ich muss mich behaupten und über Preise wurde ich belehrt. Solange ich lebe, arbeite und liebe, solange sich mein Geist, mein Blut noch regt, bin ich dem Wesen meiner Zeit verhaftet, denn mich bewegt, was meine Zeit bewegt. Ich denke noch und bin noch zu belehren.
Ich suche zweifelnd weiter nach dem Sinn, der uns zu Menschen macht. Wer will mich hindern, die Welt zu lieben, bis ich nicht mehr bin? Dieses Gedicht ist die authentische Selbstdarstellung eines Aufgeklärten, eines Nachdenklichen, eines humanistischen Atheismus. Er gewährt Einblicke in die Innenseite des Atheismus. Er stellt Lebensgefühl und Denkweise, zusammengefasst als Spiritualität, eines atheistisch geprägten Menschen im Alltag unserer Zeit dar. Das Gedicht ist ein Gedicht, keine theoretische Abhandlung, ein kurzes sprachliches Kunstwerk mit allen Vorzügen und Nachteilen eines Kunstwerkes. Wichtige Aspekte des Themas bleiben deshalb naturgemäß ausgesperrt. Die Außenseite des Atheismus beispielsweise, nämlich die argumentativen Gründe, die zu ihm hinführen, bleiben unerörtert. Der Text ist zugleich das Beispiel eines undogmatischen Atheismus. Eines Atheismus, der sich nicht zum Antitheismus übersteigert. Ohne missionarisches Eiferertum stellt das Gedicht eine humanistische Spiritualität dar, die ein weltliches Lebensgefühl und eine weltliche Denkweise verbindet und zum selbsttätigen Handeln motiviert. Das inhaltliche Leitmotiv, das sich durch alle 7 Strophen hindurchzieht, heißt Eigenverantwortlichkeit und Selbstbehauptung des gesellschaftlichen Individuums, das zu einem bewussten Leben in Gemeinschaft mit anderen vorstößt, das allein und dennoch geborgen ist. Gleich in der allerersten Zeile, und jetzt gehe ich das Gedicht durch, wird ohne Umschweife eine Kernaussage formuliert: Ich lebe jetzt, mein Tod ist zu erwarten. Eine scheinbare Banalität, in Wirklichkeit eine elementare Einsicht, eine existenzielle Wahrheit, eine Grundorientierung wird ausgedrückt in lapidaren Worten. Und die allerletzte Zeile des Gedichtes nimmt diesen Anfang wieder auf: Die Welt zu lieben, bis ich nicht mehr bin. Der Kreislauf des Lebens, der Liebe und Tod umschließt, im Aufbau des Gedichtes wird er behutsam nachempfunden. Die erste Zeile spricht ein ruhiges, gelassenes Ja zum eigenen Leben in seiner Gegenwärtigkeit und in seiner Endlichkeit aus. Ein Ja zu uns selbst. Das Ja zum Leben ist in sich selbst ein Ja zum Tode, zu unserer Sterblichkeit. Und zwar nicht wehklagend oder gar anklagend, wer sollte dafür angeklagt werden, sondern in einsichtsvoller Gelassenheit. Ich lebe jetzt, mein Tod ist zu erwarten. So spricht im Anklang an die Philosophie des Epikur ein reifes menschliches Selbstbewusstsein. Es hat die Sterblichkeit als das je eigene Maß der Zeit in sein Lebensgefühl integriert. Weshalb sollten wir auch unsterblich sein wollen? Statt diesem verständlichen, aber unsinnigen Verlangen nachzugeben, sollten wir unser kurzes Leben annehmen und das von Anfang an Sterbliche, Begrenzte in uns erkennen. Deshalb wird damit ausgedrückt, dass wir nicht oberflächlich in den Tag hineinleben. Nüchtern wird also gleich von Anfang an, und das Gedicht strahlt große Nüchternheit und Poesie zugleich aus, der Horizont unserer Existenz abgesteckt. Danach vergehe ich so schnell wie Gras. Der Dichter greift ein bekanntes Wort aus dem Alten Testament auf, aus Psalm 90, Vers 5. Denn auch in der jüdischen Weisheit verwesen die Menschen wie Gras. Doch während dort im Alten Testament der Zorn Gottes den Tod herbeiführt, spricht Carlau von einem universellen Naturgesetz des Zerfallens, bis das, was keinem nützlich ist, zerfällt.